herzlich willkommen zu meinem zweiten Food Diary. Das erste ist bei euch so gut angekommen, dass ich dachte, ich schicke gleich ein zweites hinterher. Es handelt sich wieder komplett um Alltagsrezepte. Ich habe auch festgestellt, meine Küche ist nicht ästhetisch, mein Essen ist nicht ästhetisch. Es ist alles sehr realistisch, es ist sehr viel Resteverwertung und einfach eine realistische Woche in meinem Leben und wie ich so esse. Hier am Anfang auch nochmal der Disclaimer. Ich zeige nicht alles, was ich esse, also bestimmte Snacks könnt ihr im letzten Food Diary auch sehen, wiederholen sich einfach immer wieder. Also ich esse abends oft noch einen Joghurt oder zwischendurch mal einen Proteinriegel oder so. Das habe ich nicht alles mitgefilmt. Einmal habe ich, glaube ich, auch das Abendessen vergessen. Aber ansonsten ist alles vollständig. Wenn ihr solche Videos gerne noch öfter sehen wollt, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ein paar Rezepte habe ich euch auch in die Infobox geschrieben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Am Anfang habe ich euch mal mein liebstes Porridge-Rezept gezeigt. Das hat mir meine Oma gegeben. Das ist aus einem ihrer alten Kochbücher. Und da kommen einfach 60 Gramm Haferflocken mit 500 Milliliter Wasser in einen Topf. Und das wirkt erstmal sehr, sehr viel Wasser. Aber man lässt das dann einmal aufkochen. Und wirklich nur einmal aufkochen und stellt dann die Flamme aus. Und lässt es dann noch so ungefähr 15 Minuten stehen. Und dann fülle ich mir das meistens ab und habe das dann am nächsten Tag, das seht ihr hier. Und ich finde das super verträglich und mir gefällt das so richtig gut. Also ich bereite das einfach gern vor. Da kommt dann jeden Morgen noch Erdnussmus rein und Proteinpulver, ein paar Kerne und dann wird gemixt. Das ist manchmal ein ganz schöner Act, aber ich mag das einfach gern, wenn es so richtig teigeklebrig ist. Hier kommen noch Kakaonips, Hanfsamen, Feigen drauf. Ich liebe Feigen im Herbst. Und Bananen hatte ich auch noch dabei. Ein bisschen Kaffeekussgewürz und Paranüsse natürlich. Als Snack hatte ich an dem Tag diesen Peanut Butter Bar, den hatte ich mit in der Uni. Und dann zum Mittag habe ich mir Suppengemüse aufgekocht. Das ist einfach Suppengemüse von Ja und dann hatte ich hier richtig leckeres Brot von meiner Mama. Das habe ich mir schön kross getoastet. Dann habe ich das Gemüse gewürzt und da Pesto dazugegeben. Das war richtig lecker und quasi wie so ein Öl. Da musste ich gar nicht noch extra Öl dran machen. Und dann habe ich einfach ein Spiegelei reingegeben, das gewürzt und dann den Deckel drauf gemacht. Und dann wird das oben drauf auch so richtig lecker. Ich mag das viel mehr, als wenn das Eigelb noch so dottrig ist. Und dann hatte ich noch veganen Feta, den habe ich noch da drauf gegeben. Und dann drehe ich das auch nochmal um, damit bloß nichts mehr so dottrig ist. Ja, und das gab es dann alles zusammen auf einem Teller. Ich hatte noch so vegane frische Creme und diese Butter von Rama und Avocado. Ich hatte noch Karotten dazu und Gurken. Eine Vitamintablette und dann habe ich nachmittags einen Kamillentee getrunken. Am nächsten Tag habe ich Overnight Oats gefrühstückt. Die vertrage ich auch einfach super und die habe ich zubereitet, wie gestern auch schon, das Porridge. Ich weiß nicht, was ich an dem Abend zu Abendessen hatte. Ich habe es irgendwie nicht gefilmt. Auf jeden Fall habe ich bei diesem Porridge noch ein bisschen Schokolade reingegeben, wieder Nüsse und ein bisschen Sojajoghurt. Zimt darf auch immer nicht fehlen und dann hatte ich wieder eine Feige da drauf. Bananen habe ich eigentlich auch immer da und dazu gab es natürlich Kaffee. Zu Mittag habe ich mir was für die Uni gemacht, weil ich an dem Tag eben in der Uni war. Da hatte ich noch dieses Little Lunch Glas zu Hause. Es war so ein Gemüsecurry drin. Ich muss sagen, ich mag immer nicht so gern so fertige Curry-Sachen. Ich finde, das schmeckt immer gleich, aber es war besser als nichts. Und dann hatte eine Freundin von mir Geburtstag am nächsten Tag und ich habe vegane Pizzastangen gemacht von Bianca Zapatka. Ich verlinke euch das Rezept gerne mal in der Infobox. Ich nehme das super gern, wenn ich mal irgendwo was zu essen mitbringen soll, weil ich finde es gut, wenn man dann was mitbringt, was Leute in die Hand nehmen können, anstatt so Sachen, wo jeder Besteck für braucht. Und die sind auch super weggegangen. Also die Leute fanden sie super lecker. Da habe ich zwei verschiedene Füllungen gemacht. Einmal hier seht ihr diese Tomaten-Paprika-Füllung mit
Vegetarian Allrounder Spice von Just Spices und dann wird der Blätterteig so eingedreht. Ich hatte dann aber den veganen Feta vergessen, deshalb habe ich den danach noch da drauf gelegt. Die kommen auch nicht lange in den Ofen, immer nur so 15 bis 20 Minuten. Und dann habe ich noch ein Spinat-Käse-Filling gemacht. Da habe ich diesen veganen Feta von Edeka genommen. Der stinkt so richtig. Ich kaufe den nie wieder. Ich finde das fast ein bisschen eklig, aber der schmeckt halt sehr intensiv. Deshalb hat das ganz gut gepasst. Und hier wieder dasselbe. Auf die Hälfte kommt dann die Füllung, dann wird das zugeklappt und dann in Stücke geschnitten. Und diese hier habe ich dann gleich in der Mitte auch nochmal durchgeteilt, damit man einfach nicht so riesige Stangen hat, sondern eher kleinere. So sehen die dann aus, wenn die fertig sind. Und dann hatte ich noch einen Blätterteig und da habe ich dann Bionella draufgegeben. Das ist mein liebster veganer Aufstrich. Und dann hatte ich aber auch noch einen von Foodist, so ein Hazelnut Cream. Da hätte ich allgemein mehr Aufstrich drauf machen müssen. Die waren ziemlich trocken leider. Hier seht ihr die Spinat-Feta-Pizzaschnecken. Super lecker. Und dann hatte ich zum Mittag einen bunten Salat mit Tofu. Da habe ich einfach ein Dressing gemacht aus Sojajoghurt und Aiwa. Den hatte ich noch da. Und den Rest Feta. Tomate, Gurken und einfach Eisbergsalat und das dann schön miteinander gemischt und dann noch ein bisschen Tofu in Sesamöl angebraten und dazu gegessen. Eine Scheibe Brot gab es auch noch dazu mit den üblichen Toppings. Ich wollte zu Mittag nicht so viel essen, weil ich abends eben etwas größer beim Buffet gegessen habe. Und mir da ein paar Mal nachgenommen habe. Ich habe nur einen kleinen Teller gefilmt und es war richtig lecker. Und dann hatte ich einen grünen Saft zum Frühstück am nächsten Tag. Der ist von InnoNature. Er schmeckt jetzt nicht super gut, aber ich habe das Gefühl, er tut mir richtig gut. Und dann hatte ich wieder Overnight Oats zum Frühstück. An dem Tag war ich in der Uni und da trinke ich dann morgens gern schon so einen grünen Saft, damit ich schon ein paar Greens einfach drin habe. Da finde ich das immer sehr, sehr praktisch, so ein Pulver zu haben. Kaffee darf auch immer nicht fehlen, den müsst ihr euch einfach auch dazu denken. Also ich trinke am Tag so 3 Tassen Kaffee eigentlich. Zu Mittag hatte ich wieder ein Arrangement von Brot, Tofu, Gurken. Ich hatte noch so eine Blätterteigtasche übrig und so Kichererbsenbrot von Rossmann. Und danach hatte ich noch einen kleinen Quark und da habe ich mir Apfel zu angebraten. Den Apfel habe ich dann mit Dattelsirup gesüßt und Zimt dazugegeben und dann noch ein bisschen Kokosöl. Und das ist einfach ein super leckerer Snack. Dazu hatte ich eine kleine Apfelschorle. Und da an dem Abend habe ich auch nicht gefilmt. Ich weiß nicht, was es da gab, aber zum Frühstück gab es einen Proteinkuchen. Das Rezept habe ich mal irgendwo gesehen und ein bisschen abgewandelt. Hier habe ich jeweils nur 20 Gramm Pulver genommen, also Mehl und Proteinpulver. Ich würde aber auf jeden Fall 30 Gramm empfehlen, weil das ist einfach eine zu kleine Portion. Aber das müsst ihr für euch herausfinden. Und dann wird eine Banane gematscht. Aber ihr findet das genaue Rezept auch in der Infobox auf jeden Fall nochmal. Und dann habe ich unten Apfel reingegeben und obendrauf auch. Und das war auf jeden Fall eine richtig gute Idee. Das war total lecker. Da kann man auch super gut dann noch einen Schokokern machen, also einfach ein Stück Schokolade reingeben und dann hat man so einen richtigen Lava-Cake eigentlich. Also ich mag das sehr gern und das kann man auch gut in der Mikrowelle tatsächlich zubereiten. Zum Mittag hatte ich dann wieder Brot. Ich wollte das Brot essen, weil es einfach so lecker war. Dazu hatte ich eine Linsen-Erbsen-Waffel von Rossmann und ein bisschen Gemüse und Tofu. Und ein Brot habe ich mir mit Erdnussmus und Banane geschmiert. Ihr Lieben, Mäuse, kurzer Einschub an dieser Stelle. Lena steht hier und sie ist die Queen of Brötchenessen und Brötchenbelage, vegane Brötchenbelage. Und wir haben jetzt beide festgestellt, ich klaue mir immer nur mal eine Scheibe von ihr, ich kaufe eigentlich nie Aufschnitt. Diese hier ist eine unserer absoluten Favoriten. Die ist so lecky. Wo gibt's die bei Rewe? Und heute hat Lena diese hier gekauft von Gutfried Lachsschinkenart. Und wir waren beide, als wir noch vor 1000 Jahren Fleisch gegessen haben,
übelste Lachsschinkenmäuse. Jetzt gibt es einen Taste-Test. Wir waren eigentlich selber fast schon Lachsschinken. Ja, wir sahen auch aus wie Lachsschinken. Danke. Also er riecht wie Lachsschinken, er sieht aus wie Lachsschinken. Oh, es riecht wirklich wie Lachsschinken. Ich hoffe, es ist jetzt konsistent. Schmeckt nur Butter. Da ist, glaube ich, ein bisschen Butter drauf. Schmeckt halt einfach wie Lachsschinken, finde ich. Mhm. Lecker. Lecker. Ich finde halt, bei so veganer Wurst ist es ein ganz schmaler Grat zwischen entweder es schmeckt zu intensiv oder es schmeckt zu wenig. Ja. Das finde ich ein bisschen fast zu wenig. Also könnte noch ein Ticken mehr schmecken. Und andererseits die Salami finde ich oft einfach Reizüberflutung. Also aber trotzdem nochmal biggest Empfehlung der Welt. Das ist der Shit. So, weiter geht's zum Mittagessen. Ein Ei gab es auch noch dazu. Das hatte ich in ein bisschen Spinat angebraten. Und abends habe ich mir so Baked Beans gemacht aus Kichererbsen. Aber da könnt ihr auch Kidneybohnen, weiße Bohnen, was auch immer ihr mögt, nehmen. Da habe ich Zwiebel und Knoblauchpulver dazu gegeben und Pfeffer und Salz. Und ich hatte eben noch Reste von der Tomatensauce von den Pizzaschnecken. Und die wollte ich halt verwenden. Dann habe ich noch ein bisschen von dieser Paprikapasta dazu gegeben. Und Rest Feta und das war super lecker. Und Lena hatte mir ein paar Kartoffeln übrig gelassen, Salzkartoffeln. Ein bisschen veganen Kräuterquark hatte ich auch noch dazu. Das ist richtig lieb, wenn Lena mir ein bisschen was übrig lässt von ihrem Essen. Am nächsten Tag gab es dann wieder Porridge, wie eigentlich jeden Tag. Das ist das Zubereitete, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Und da sind die üblichen Toppings drauf. Da ändert sich eigentlich nichts und ich bin dann auch ganz happy, wenn ich ein Frühstück habe, was gut für mich funktioniert, dann bleibe ich da eigentlich auch eigentlich immer bei. Und ich liebe einfach Haferflocken, deshalb kann ich das echt jeden Tag essen. Ein bisschen gebratenen Apfel hatte ich auch noch dazu. Das macht immer noch mal ein bisschen was Besondereres. Und dann bin ich zum Sport gegangen und da liebe ich diese Elektrolyt-Dinger von Waterdrop. Ich finde, die sind nicht so süß und die versorgen einen halt so voll mit Vitaminen und Elektrolyten. Und zu Mittag hatte ich zwei kleine Snacks, einfach einen Quark und so Reste von gestern. Und abends hat Lena für uns vegane Bolognese gemacht und Lenas Bolognese ist einfach die allerbeste. Da kommt veganes Hack rein, dann nehmen wir das Mühlenhack von der Rügenwalder meistens und Paprika und Karotten. Das wird alles angebraten und wir hatten auch ein Glas Rosé-Wein dazu, der war sehr lecker. Und hier essen Lena und Simon Nudeln wie Susi und Strolch. Und dann macht Lena am Ende meistens noch ein bisschen Erdnussmus rein und das ist einfach so lecker. Lena ist Queen of Bolognese. Das war ein richtig schöner Abend. Ich habe mir die Bolognese gewünscht und ich finde, das ist auch so ein herbstliches Essen und einfach ultimatives Comfort Food. Am nächsten Tag habe ich euch mal gezeigt, was ich morgens so trinke. Ich trinke morgens meistens so Apfelessig in Wasser. Einfach einen Esslöffel und dann ein bisschen Zitrone dabei. Es ist nicht lecker, wie ihr jetzt seht, aber mir tut das für die Verdauung voll gut. Und dann nehme ich meine Supplements. Ich habe gerade Vitamin D3, K2, B12 und Mönchspfeffer und Maca. Das trinke ich dann auch in einem Getränk und dann mache ich mir morgens meistens auch noch einen Tee. Das sind so die Getränke, die ihr nicht jeden Tag jetzt gesehen habt. Und dann gab es wie immer Porridge. Diesmal habe ich das Porridge aber warm gemacht und dann hatte ich eine neue Milch, Mighty Milk. Stand drauf, dass sie sich gut schäumen lässt, ging aber überhaupt nicht, würde ich nicht empfehlen. Hallo ihr Mäuse, ich melde mich jetzt auch mal persönlich bei euch. Ich stehe in der Küche, weil es bleibt hier alles on brand. Aber ich war bei DM und habe ein Paket bekommen und ich dachte, ich zeige euch das mal. Bei DM habe ich nur ein paar Basics gekauft. Diesen Hafergetreidebrei, der ist aus der Babyabteilung. Dann, weil jetzt starten wir in den Herbst, habe ich mir einen Chai-Tee gekauft. Chai-Tee-Schoko mit Kakaoschalen, Ingwer und Zimt.
Den liebe ich. Ich hatte mal Lust auf was, was nicht Kräuter ist. Dann einen Tofu Rosso, den habe ich noch nie von DM gesehen. Ich glaube, der ist neu, es steht sogar drauf. Und ich dachte, nehme ich mal mit. Maiswaffeln, weil ihr wisst, wie sehr ich Maiswaffeln liebe. Und das ist mein liebster Riegel. Das ist der Schoko-Brownie-Riegel von Koro. Mein liebster veganer Proteinriegel. Und dann habe ich ein Paket von InnoNature bekommen. Und ich dachte, ich zeige euch mal, was drin ist. Bei InnoNature gibt es ja ganzheitliche Nahrungsergänzungsmittel in möglichst hoher Bioverfügbarkeit. Super hochwertige, tolle Nahrungsergänzungsmittel. Und ich habe einige Produkte schon sehr, sehr lange jetzt getestet. Habt ihr in diesem und auch im letzten Food Diary schon gesehen. Und jetzt habe ich wieder ein paar neue Sachen bestellt. Und ich dachte, ich zeige euch das alles mal und erzähle euch ein bisschen, warum ich bestimmte Sachen nehme. Angefangen mit diesem Stoffwechseldrink. Der ist mit Zitronensaftpulver, Apfelessigpulver, Ingwerpulver und Acerolapulver. Und ihr habt ja gesehen, dass ich morgens diesen Apfelessig- und Zitronenmix trinke. Und ich wollte den mal ausprobieren, weil das einfach durch den Acerola nochmal mehr Vitamin C hat. Und ich dachte, das könnte ein super Start in den Tag sein. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich habe ja auch von InnoNature dieses grüne, Moment, das habe ich euch auch, glaube ich, in diesem Food Diary schon gezeigt, dieses Green Goodness. Und das trinke ich gern, wenn ich mal einen Tag weiß, ich esse nicht genug Grünes, dann supplementiere ich so gerne. Aber das hier, darauf bin ich super gespannt. Ich verlinke euch übrigens auch alle Artikel mal unten in der Infobox. Dann habe ich eine Kombi nachbestellt, auf die ich inzwischen schwöre. Einige von euch wissen, dass ich PCOS habe. Das ist das polyzystische Ovalsyndrom und das heißt, dass ich sehr unregelmäßig bis gar nicht meine Periode bekomme. Und ich habe da auch gleichzeitig super viel Struggles mit meiner Haut. Habe da einfach sehr gelitten, gerade letzten Winter. Und war da viel bei meiner Frauenärztin. Und wir haben einiges jetzt ausprobiert. Ich habe eine Östrogenkur gemacht. Und dann war irgendwie irgendwann nur noch die Möglichkeit, eventuell die Pille zu nehmen. Und als ich das letzte Mal bei ihr war, hat sie gesagt, probieren Sie doch mal Mönchspfeffer aus. Da muss man vorsichtig sein. Bei manchen Leuten bringt es den ganzen Zyklus noch mehr durcheinander. Bei anderen pendelt es das aber ein. Und dann bin ich bei InnoNature auf das Frauen-Balance-Set gestoßen. Und ich schwöre auf diese Kombi Mönchspfeffer und Maca. Da nehme ich einfach täglich 7 Tropfen davon und eine Pipettenlösung davon. Seitdem bekomme ich monatlich wieder meinen Zyklus. Also es hat natürlich ein bisschen gedauert. Ich glaube, so nach einem Monat kamen sie dann und ich schwöre darauf. Also wenn ihr Probleme habt mit eurem Zyklus, mit Unregelmäßigkeiten und Mönchspfeffer mal ausprobieren wollt, dann diese Kombi kann ich extrem empfehlen, weil das hat this saved me. Außerdem eine Sache, die mir auch das Leben gerettet hat, sind die Haut-Haare-Nagel-Kapseln. Die sind mit Bambus, Brennnessel, Hyaluron, Vitamin E und Hagebutte. Jetzt habe ich angefangen, sowohl das zu nehmen, als auch mein Eisen wieder zu nehmen. Man muss nicht immer Eisen supplementieren, aber ich hatte mal ein krasses Defizit. Da hatte ich auch eine Zeit, wo ich dann so ein Nachmittagstief hatte und gar nicht verstanden habe, warum. Und dann habe ich mein Blutbild machen lassen und ich hatte krassen Eisenmangel. Deshalb habe ich auch Eisen nochmal nachbestellt. Also ich fühle das, wenn ich zu wenig Eisen habe, gerade auch wenn ich meine Periode habe, dann supplementiere ich einfach gern Eisen. Dann habe ich mir endlich mal wieder Omega-3 nachbestellt. Dieses hier ist mit DHA und EPA. DHA trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion bei und EPA zur Erhaltung einer normalen Sehkraft bei. Beide zusammen tragen zur Herzfunktion bei, also stärken das Herz. Eigentlich wird Omega-3 ja aus Fisch gewonnen, aber die vegane Variante wird eben aus Algen gewonnen und die ist auch in diesen Softgel-Kapseln drin. Und als allerletztes wollte ich das mal ausprobieren und zwar ist das der Vegan Kollagen Support. Kollagen ist vor allem für die Haut gut, denn ab 25 lässt die körpereigene Kollagenproduktion nach. Eigentlich kann nämlich die Haut selber Kollagen produzieren und dann ist es gut nachzuhelfen, weil I wanna look young as long as I can. Hier ist eine Kombination aus 18 Aminosäuren drin, die Kollagenproduktion eben anregen. Jetzt habe ich euch einiges gezeigt. Ich verlinke euch alles mal in der Infobox und nehme euch auf jeden Fall auch in den nächsten Videos ein bisschen mit bei der Verwendung dieser Supplemente. Wie gesagt, Mönchspfeffer und Maca schwöre ich jetzt schon drauf. Außerdem auf die Haut-Haare-Nagelkapseln und die Eisentabletten und den Rest
werde ich ausprobieren in der nächsten Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und falls ihr auch auf der Suche nach hochwertigen Supplementen seid, dann schaut unbedingt mal bei InnoNature vorbei. Und mit meinem Code IMINA10 bekommt ihr auch immer 10% Rabatt auf eure Bestellung bei InnoNature. Dann hatte ich wieder ein Spiegelei, ein umgedrehtes mit Spinat, Tofu und einfach so ein paar Resten, die ich noch da hatte. Ich esse mittags einfach gern so Plates, wo ganz viele verschiedene Sachen drauf sind. Frisches Gemüse, gekochtes Gemüse und einfach ein gutes Brot. Da bin ich dabei. Abends hatte ich auch so gemischte Reste. Da hatte ich einen Becher König Bio-Frischkäse. Da habe ich Tomaten und Gurken reingeschnitten, das ein bisschen gewürzt und auch noch Paprikapaste reingemacht. Und ja, hier seht ihr, was ich für Reste hatte. Und dann habe ich in diesen Salat einfach diesen Eisbergsalat so getunkt. Und was richtig geil ist, ist die Kombi aus körnigem Frischkäse und Honig. Das müsst ihr mal ausprobieren. Das ist so lecker. Und dann habe ich mir noch für den nächsten Tag zum Mitnehmen Overnight Oats gemacht. Das schütte ich auch einfach so zusammen, wie ich denke, dass es funktioniert. Und ich hatte auch noch Quark übrig. Den habe ich noch mit reingegeben. Und das habe ich dann am nächsten Tag im Zug gefrühstückt, weil ich war auf dem Weg nach Frankfurt, da habe ich mir eine Ausstellung angeguckt. Und da war ich dann mittags noch bei Zeit für Brot und habe mir da eine Dinkel-Schoko-Stange geholt. Die war so lecker und habe einen Flat White dazu getrunken und ein bisschen gejournalt. Und ich hatte da auch noch mittags einen Proteinriegel, habe ich nicht gefilmt. Und abends habe ich so random Gemüse zusammengeschnitten. Am nächsten Morgen habe ich dann zum ersten Mal diesen Lemon Morning Drink ausprobiert von InnoNature. Und ich muss sagen, das ist echt Hammer, weil du hast Zitrone, Ingwer und Apfelessig gleich alles in einem Getränk. Und für mich funktioniert das voll gut, weil ich das eh jeden Tag anmische. Und da manchmal die Kombi einfach nicht so geil gelingt. Und so ein Pulver ist schon gut. Und dann gab es dasselbe Porridge wie immer. Es ist jetzt auch das letzte Mal, dass ihr das sehen müsst. Ich verspreche es. An dem Tag war ich auch in der Uni. Und da habe ich mittags dann einfach eine Kleinigkeit gegessen, weil wir abends dann noch groß essen waren bei Levi. Und da habe ich dieses Tofu mit Gemüse und Erdnusssoße gegessen. Lena hatte Pak Choi mit Tofu und Gemüse. Und wir haben uns noch Vegan Crunch Sushi geteilt. Das war auch super lecker. Das nehmen wir auch jedes Mal. Das war alles, was ich diese Woche gegessen habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich riesig freuen, wenn ihr mich abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!